Dieselurteil in Stuttgart. Nun droht also doch ein Fahrverbot für Abgasstinker. Singende Sanitäter, Manne und Moli mischen die Musikwelt kräftig auf. Und Zeit zum Aufarbeiten. Die Scorpions nutzen Länderspielpause für Fehleranalyse. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das ist schon echt ein Hammerurteil und so könnte dieser Tag auch in die Geschichte Stuttgarts eingehen. Um Punkt 10.30 Uhr heute Morgen verkündet das Verwaltungsgericht Stuttgart das Urteil im Dieselprozess. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe gegen das Land Baden-Württemberg. Und nach diesem Urteil ist nun klar, der Weg ist frei fürs Dieselfahrverbot. Das heutige Urteil dürfte für die baden-württembergische Landesregierung ein Schlag ins Gesicht sein. Deren Lösung, auf die freiwillige Umrüstung der Autoindustrie zu setzen, ist für das Verwaltungsgericht ein sprichwörtlicher Griff ins Klo. Das Dieselfahrverbot ist für den Richter alternativlos. Für den Kläger, die Deutsche Umwelthilfe, eine Genugtuung. Wir konnten in Stuttgart das Gericht davon überzeugen, dass die Landesregierung rechtswidrig im 12. Jahr gegen Luftreinhaltevorschriften verstößt. Und das Gericht hat sehr deutlich gemacht, dass zum 1. Januar 2018 wirklich wirksame Fahrverbote nun kommen müssen. Denn nur die sieht das Verwaltungsgericht als wirklich wirksam, um die Feinstaubbelastung in Stuttgarts Luft deutlich zu senken. Ob das Land Berufung einlegen wird, dazu äußerte sich der Sprecher des Verkehrsministeriums ziemlich kurz angebunden. Kann ich im Moment nicht sagen. Wie gesagt, es braucht eine sorgfältige Prüfung dieses Urteils. Es geht ja um eine sehr komplexe Materie. Wenn die Landesregierung nicht die Sprungrevision wählt, sondern in Berufung gehen würde, daran würden wir erkennen, dass sie kein Interesse an einer rechtlichen Klärung hat, sondern nur der Bevölkerung die saubere Luft länger verwehren möchte. Und auch die Autoindustrie bekommt heute ihr Fett weg. Hören Sie auf, betrügerische Abschalteinrichtungen in die Autos hineinzukonstruieren. Die Fahrzeuge müssen mit einer ehrlichen Abgasreinigung nachgebessert werden. Für Resch kann so auf ehrlichem Weg festgestellt werden, welche Fahrzeuge nicht nach Stuttgart reinfahren dürfen. Euro 6 Diesel sind übrigens ausgenommen. Ob die Stuttgarter ab 2018 dann wirklich wieder aufatmen können, ist aber noch offen. Der Streit wird vermutlich vor dem Bundesverwaltungsgericht weitergehen. Das Thema Diesel wird uns also noch einige Zeit beschäftigen, aber nicht nur uns, auch die Politik. Nachdem beim Porsche Cayenne Diesel nun auch eine illegale Abgassoftware entdeckt worden ist, hat Verkehrsminister Dobrindt nun sogar ein Zulassungsverbot für die 3 Liter TTI von Porsche erlassen. Kein Grund also zu feiern in Zuffenhausen, aber davon lassen wir uns im Nachrichtenüberblick nicht beeindrucken. Um dieses geflochtene Gebäck dreht sich alles beim Bad Cannstatter Wein- und Brezelfest. Damit die Brezel im Hals schön flutscht, gibt's dazu den passenden Tropfen. Noch bis Sonntagabend wird auf dem Cannstatter Marktplatz gefespert. Guten Appetit! Das hier sind die letzten Proben, bevor es losgeht beim Stuttgarter Flamenco Festival. Von heute ab bis zum 5. August wird zu den rassigen spanischen Rhythmen getanzt. Jetzt am Wochenende sind internationale Stars wie Marco Vargas auf der Bühne im Theaterhaus zu sehen. Unter der Woche gibt es täglich Workshops für Flamenco, Tanz und Gitarre. Quasi über Nacht sind Manne und Moli zu echten Internetstars geworden, als die singenden Sanitäter aus Filderstadt. Regelmäßig packen die beiden in den Pausen Gitarre, Cajon, ihre Stimmen und das Handy aus und posten das auf Facebook. Lena Konrad hat die singenden Sanitäter getroffen. Jetzt möchten wir euch einmal ein Liedle spielen, singen so, und hören. Kommt genau der Punkt. Und jetzt kommt ein Einsatz, jetzt müssen wir los. Jetzt sind wir weg. Tja, so ist das eben bei Rettungssanitätern. Aber klar, der Einsatz geht natürlich vor. Wenn es aber dann doch mal eine Pause gibt, wird für die Kollegen und die Facebook-Fans gesungen. Denn Manne und Moli sind die singenden Sanitäter aus Filderstadt. Vor gut 9 Monaten fing mit diesem Video alles an. Das Video hat auf Facebook hohe Wellen geschlagen. Innerhalb von 7 Stunden hatten die beiden Sänger über 6.000 Klicks. Meine Schuld. Ich. Du. Das hat es dann angefangen. Dann haben wir das Video spaßeshalber aufgenommen. Da meine ich halt einfach so, ohne mal Wissen da reingesetzt ins Facebook. Und dann hat das Elend, hätte ich fast gesagt, dann hat das Ganze seinen Lauf genommen.
Und so folgte noch ein Video und noch eins und noch eins. Zusammengefunden haben die Jungs aus Filderstadt, wie soll es auch anders sein, bei einer gemeinsamen Fahrt im Rettungswagen. Ihr Beruf könnte nicht besser zum Hobby passen. Ach, ist die beste Medizin. Bei uns zwei fällt es manchmal gar nicht so schwer. Ganz genau. Wenn das so ist, dann dürfte es dem Patienten ja relativ schnell wieder besser gehen. Aber werden die beiden Jungs eigentlich auch erkannt? Also mir wurde tatsächlich auch von Patienten erkannt und viele Kollegen von uns werden auch angesprochen, ob heute Manni und Moli irgendwo auf irgendeiner Wache arbeitet und ob man die vielleicht irgendwie mal irgendwann persönlich zu Gesicht bekommen könnte. Persönlich zu Gesicht kriegt die beiden jetzt aber erst einmal Dieter Bohlen. Manni und Moli treten nämlich beim Supertalent auf. Mit dem Weiterkommen rechnen sie nicht, dafür aber mit viel Spott. Der Dieter Bohlen wird uns dann irgendeinen Spruch reinhängen, was weiß ich, mein Hamster kann besser singen als ihr oder wie auch immer. Und das dann, ja, wie wenn man mit dem PKW über eine Maus fährt. Ja, genau. Und somit ist das Thema dann für uns gegessen. Ist aber auch egal. Dann bleiben die singenden Sanitäter dem Rettungsdienst eben weiter treu. Und auch wenn es dem Pop-Titan nicht gefallen wird, in Filderstadt werden die beiden weiterhin gute Laune verbreiten. Vergangene Woche haben wir die Siegerfotos in unserem Fotowettbewerb Dein Sommer in der Stadt gekürt und gestern dann bei unserem Gewinnspielpartner Fotoplanet in glückliche Gewinnergesichter geblickt. Johannes Roth freut sich über einen Gutschein im Wert von 200 Euro. Den hat der junge Mann dann auch sofort eingelöst. Für Platz 2 geht diese 360-Grad-Action-Kamera im Wert von 250 Euro an Claudia Otremba. Und Platz 1 hat Konstanze Winter belegt. Da die junge Dame aber schon im Urlaub ist, hat ihr Kumpel Robin die Kamera entgegengenommen. Bedankt hat sich Konstanze dennoch, und zwar auf diesem Weg. Hallo RegierTV, vielen, 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 vielen Dank für die Kamera. Ich freue mich enorm darauf, sie in den Händen halten zu können. Ich bin heute leider nicht dabei, sie persönlich abzuholen. Sie wird mein neuer Begleiter sein auf meinen nächsten Reisen in Streifzügen durch Stuttgart. Also es hat richtig viel Spaß gemacht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Echt coole Sache. Also nochmal vielen, vielen Dank an euch RegierTV und an Fotoplanet. Ja, wir sagen nochmal Danke an alle Mitspieler und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Gewinner, das ist ein Wort, das auf die Stuttgart Scorpions im Moment nicht zutrifft. Die stehen in der German Football League aktuell auf dem letzten Platz. Wie sie da unten wieder rauskommen wollen, das sagen wir Ihnen gleich hier im Journal. Herzlich willkommen zurück. Die Saison in der German Football League hat eine Pause eingelegt. Grund: die World Games in Polen, der internationale Wettkampf der nicht-olympischen Sportarten. Dort hat das deutsche Nationalteam mit dem Halbfinalsieg über Top-Favorit USA und einem guten zweiten Platz für Furore gesorgt. Lange nicht so erfolgreich läuft dagegen die Saison der Stuttgart Scorpions. Aber das soll sich jetzt ändern. Auch wenn es eine 19:28 Niederlage gab, das letzte Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Schwäbisch Hall Unicorns macht den Scorpions Mut. Gegenüber dem desolaten Auftritt und der 0:31 Niederlage bei den Allgäu Comets war eine Leistungssteigerung zu sehen, die Hoffnung für den Saisonendspurt macht. Ja, das hat uns auf jeden Fall zum einen mal natürlich in der Arbeit ein bisschen bestätigt. Zum anderen mal ist es natürlich immer so, gerade wenn es so eine Saison ist mit Up and Downs, ist natürlich, wenn man so ein Up mitnimmt in der Pause, dann natürlich schon ein Vorteil. Noch 4 Spiele stehen in der regulären Runde an, 3 davon auswärts. Die Scorpions stehen mit 4 Pluspunkten aktuell zwar auf dem letzten Tabellenplatz. Zum 5. München, dem nächsten Gegner der Stuttgarter, fehlt aber nur ein Sieg. Noch ist also einiges möglich. Ja, definitiv alles. Also München ist für uns jetzt wirklich das wichtigste Spiel in der Saison. Das erste Spiel, das Hinspiel, haben wir gewonnen knapp. Wenn wir es jetzt schaffen, das letzte Spiel auch zu gewinnen und für uns zu entscheiden und mit dem Ausblick auf die nächsten Spiele, die noch anstehen, denke ich, dass der Klassenerhalt auf jeden Fall sicher ist, beziehungsweise sehr wahrscheinlich. Eine Trainingswoche lang haben die Verantwortlichen unterm Fernsehturm jetzt noch Zeit, die Fehler abzustellen. Am 5. August geht es dann eben beim direkten Konkurrenten Munich Cowboys weiter. Das letzte Heimspiel der regulären Runde findet am Sonntag, den 3. September um 15 Uhr gegen die Saarland Hurricanes im Gazi-Stadion auf der Waldau statt.
Und damit sind wir am Ende des Journals für heute. Was uns in Sachen Wetter am Wochenende und in der kommenden Woche erwartet, das sagt Ihnen jetzt noch Anna Gröbel. Ihnen noch einen schönen Freitagabend und wenn Sie mögen, bis morgen zum Wochenrückblick. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Ja, das nenne ich mal eine Punktlandung. Pünktlich zum Wochenende meldet sich der Hochsommer zurück. Morgen wird es im Schnitt schon 4 Grad wärmer als heute. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 23 und 27 Grad. Zunächst scheint da die Sonne oft noch ungestört. Später kommen dann von Westen schon ein paar Wolken auf. Vor allem über dem Bergland bilden sich auch ein paar Quellwolken. Schauer gibt es aber nur ganz vereinzelt. Bei uns im Großraum Stuttgart kommen 10 bis 13 Stunden Sonnenschein zusammen. Also zunächst ist es oft strahlend sonnig. Dann gibt es eben auch bei uns ein paar dickere Quellwolken. Schauer bleiben aber eher die Ausnahme. Die Temperaturen, die steigen schon auf 23 bis 27 Grad. Am Sonntag wird es heißer. Wir bekommen 25 bis 28 Grad in der Stuttgarter Innenstadt. Da kratzen wir an der 30-Grad-Marke. Mit den steigenden Temperaturen steigt allerdings auch das Risiko für Schauer und Gewitter. Da kann es im Tag Verlauf, also mal einen kräftigen Regenguss oder auch mal ein ordentliches Donnerwetter geben. Aber mit den Schauern und Gewittern kühlt es nicht ab. Im Gegenteil, uns steht eine extrem heiße Hochsommerwoche bevor. Es gibt von Montag bis weit in die neue Woche hinein Temperaturen um und teilweise über 30 Grad. Vereinzelt kann dann natürlich auch immer wieder mal ein Hitzegewitter mit dabei sein.